das nicht geht, dass ihr Oscar Lafontaine sich im Morgenmagazin hinstellt und uns alle hier in Haftung nimmt für persönliche Dramen bis hin zu Selbstmorden. Das ist schäbiger Populismus und absolut inakzeptabel. Auf die Folgen der deutschen Politik in den südeuropäischen Ländern, in Griechenland. Ich war selbst im Oktober mit in Athen. Das war der Tag, an dem die Kanzlerin dort auch unterwegs war. Wir haben ein Kinderkrankenhaus besucht. Und in dem Kinderkrankenhaus ist uns vom Leiter der psychiatrischen Abteilung mitgeteilt worden, dass eine der Folgen der Veränderung des desaströsen Kurses, der dort gefahren wird, darin besteht, dass der Kreis der Kinder, die bei Ihnen eingeliefert werden mit Depressionen und derartigen psychiatrischen Erkrankungen, dramatisch angestiegen ist. Und es ist uns von dem auch berichtet worden, dass der Anteil der Kinder, wohlgemerkt Kinder, die Suizid begehen, deutlich angestiegen ist. Und das ist wirklich eine der skandalösesten und eine der ausgeprägtesten Folgen dieser Politik. Und das, was dort passiert ist in den südeuropäischen Ländern und vor allen Dingen in Griechenland, das sind die Kürzungsauflagen, das ist diese bestialische Politik, die maßgeblich hier von Deutschland, die auch hier vom Deutschen Bundestag ausgeht und die sich in solchen zugespitzten Situationen dann ausdrückt. Und an diesen Folgen hat die Regierung, aber auch SPD und Grüne, die in über großer Mehrheit diesen ganzen sogenannten Maßnahmen ja zugestimmt hat, haben alle ihre Verantwortung. Insofern zieht die deutsche Politik mittlerweile eine breite Blutspur mindestens durch Südeuropa, und das ist ein Skandal.